Der FC Barcelona hat Bayer Leverkusen im Achtelfinalrückspiel der Champions League mit 7:1 aus dem Camp Nou geschossen. Lionel Messi erzielte dabei gleich 5 Treffer. Noch nie gelang einem Spieler mehr Tore in einer Champions League-Partie. Mit nun 12 Treffern hat er bereits jetzt seinen Torrekord vom Vorjahr eingestellt. Die weiteren Treffer für die Katalanen erzielte Christian Tello mit einem Doppelpack in seinem ersten Spiel in der Königsklasse. Für Leverkusen traf Karim Bellarabi. Im zweiten Spiel des Abends schaffte Apoel Nicosia die große Überraschung und warf Olympique Lyon nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Bereits nach 10 Minuten brachte Gustavo Manduka die Zypre mit 1:0 in Führung und glich damit die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel wieder aus. Im Elfmeterschießen wurde schließlich Apoel-Keeper Dionysios Kiotis zum Helden des Mittelmeerstaats. Mit 2 stark gehaltenen Elfmetern sicherte er den ersten Viertelfinaleinzug einer zyprischen Mannschaft überhaupt.